Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, das angebliche Geheimgutachten einiger Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung hat für Diskussionen gesorgt. Nun ist es nicht mehr ganz so geheim, weil jeder kann es nachlesen. Und wer es liest, wird feststellen, es gibt einige sinnvolle Feststellungen darin, beispielsweise, dass die Innovationskraft zu stärken ist, dass sie der Schlüssel ist, die Wirtschaft zu stärken. Und es gibt aber auch Interpretationen und Schlussfolgerungen, die zumindest für Sachsen nicht zutreffen. Denn es wird ja zumindest medial berichtet, die Ostförderung mit der Gießkanne sei ein Fass ohne Boden. Der Osten ist das Griechenland Deutschlands. Für Sachsen, meine Damen und Herren, trifft das definitiv nicht zu. Wie wir alle wissen, kommt es bei Transfers und Finanzhilfen eben nicht nur auf die Höhe an, sondern es kommt vor allem darauf an, was man aus diesem Geld macht und wie man es einsetzt. Und unser Verständnis hier in Sachsen, das unterscheidet uns vielleicht auch von einem oder dem anderen Bundesland, ist, dass diese Finanzhilfen eben keine Dauersubventionen sind, dass wir nicht auf Dauer am Tropf hängen, sondern diese Hilfen sind Hilfen zur Selbsthilfe. Sie sollen dazu dienen, aus eigener Kraft Wirtschaftswachstum zu generieren, auf die eigenen Beine zu kommen und die Schwächen, die wir haben, zu überwinden. Und ich glaube, da sind wir in Sachsen auf einem sehr guten Weg. Wir verfrühstücken das Geld auch nicht in Haushaltslöchern oder schaffen tolle Arbeitsbeschaffungsprogramme wie in manch anderem Ostbundesland, die dann damit überhaupt nichts bringen, sondern wir investieren es in die Wachstumskraft unserer Wirtschaft. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Der Ministerpräsident hat gestern einige Ausführungen schon dazu gemacht. Wir haben seit 2000 ein Wirtschaftswachstum von 14%, die Nummer 1 in Deutschland. Sachsen erbringt heute die höchste Wirtschaftsleistung aller neuen Flächenländer. Und wir haben es gerade vor wenigen Tagen gehört, wir haben einen neuen Exportrekord mit 29 Milliarden Euro an Ausfuhren, hat Sachsen die ersten Westländer überholt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeigt, dieses Geld ist gut angelegt. Wir investieren das Geld klug, es wirkt, es schafft Arbeitsplätze, es schafft Wirtschaftswachstum. Die Osthilfe wirkt in Sachsen. Und das alles, meine Damen und Herren, sind ja nicht nur abstrakte Zahlen, das ist nicht nur Theorie und Statistik, sondern das hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen hier. Wenn wir uns die Arbeitsmarktentwicklung anschauen, 52.000 neue Jobs seit Herbst 2009, seit diese Regierung Verantwortung übernommen hat, das ist ein Erfolg, auf den wir gemeinsam in Sachsen stolz sein können. Nun wird insbesondere die SPD sagen, ist ja keine Kunst, in ganz Deutschland sinkt die Arbeitslosigkeit, davon profitiert auch Sachsen. Schauen wir doch mal in ein Bundesland, was von einem SPD-Wirtschaftsminister mitregiert wird, Thüringen. Dort sinkt die Arbeitslosigkeit nicht mal halb so schnell wie in Sachsen, obwohl sie zwei angrenzende Bundesländer haben und einen positiven Pendlereffekt. Das zeigt, es macht einen Unterschied, wo FDP regiert und wo SPD regiert, meine Damen und Herren. In Sachsen ist es zum ersten Mal gelungen, die Abwanderung zu stoppen, meine Damen und Herren. Auch das ist ein Erfolg, aus meiner Sicht noch viel zu wenig wahrgenommen. Wir haben mehr Zuwanderer als Abwanderer. Und das ist ein sehr positives Signal für Sachsen, dass Menschen zu uns kommen, dass Menschen zurückkommen, dass Leute bewusst hier ihren Lebensmittelpunkt suchen. Das zeigt, Sachsen ist eine attraktive Heimat. Wenn wir über Solidarität diskutieren und Geld diskutieren, was wir bekommen, so sind wir dankbar dafür. Und wir zeigen aber auch, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir machen auch unbequeme Hausaufgaben, wenn ich an die Staatsmodernisierung denke, wenn ich daran denke, dass wir unser Personal verringern. Wir wollen uns fit machen und auch das unterscheidet Sachsen von anderen Bundesländern. Wir haben die Weichen richtig gestellt. Natürlich schafft die Staatsregierung keine Arbeitsplätze, aber wir schaffen den Rahmen dafür, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und genau das ist der richtige Weg. Unsere Politik basiert auf vier Grundpfeilern. Das ist in der Tat ein schuldenfreier Haushalt und es ist wichtig, um Spielräume zu haben. Wir setzen auf Investitionen, wir setzen auf Innovationen, wir setzen auf Internationalisierung. All das ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Unternehmen wachsen können, dass geforscht wird und dass Sachsen am Ende das Geld klug investiert. Und ich sage Ihnen, es macht jetzt schon einen Unterschied, wo man lebt, ob in Sachsen oder manch anderem Bundesland. Und wenn der Solidarpakt ausläuft, meine Damen und Herren, werden wir noch viel mehr sehen, dass andere Bundesländer längst nicht so attraktive Rahmenbedingungen bieten.
Wir werden nach 2019 auf eigenen Beinen stehen. Wir gehören nicht zu den Jammer-Ossis. Wir gehören auch nicht zu Ländern wie Bremen oder Saarland, die sagen, wir brauchen noch für 50 Jahre Subventionen. Sondern wir haben ein gesundes sächsisches Selbstbewusstsein und wir zeigen, der Aufbau Ost wirkt, wenn man es richtig macht, meine Damen und Herren. Ich bin ja froh, dass in dieser Debatte mal die Unterschiede deutlich werden zwischen einer bürgerlichen Wirtschaftspolitik und zwischen linker Wirtschaftspolitik. In der Analyse, was zu machen ist in Sachsen, sind wir uns noch einigermaßen einig, dass die Unternehmen schneller wachsen müssen, dass sie größer werden müssen, klar. Dass wir unsere Exportquote steigern müssen, auch klar. Dass wir im Innovationsbereich in den Unternehmen noch zulegen müssen, dürfte auch ein Konsens sein. Nur die Frage, wie wir das erreichen, das unterscheidet uns. Denn Sie setzen auf Staatswirtschaft und wir setzen auf Marktwirtschaft. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. Und wir führen hier zwar keine Energiedebatte, aber das Beispiel von Michael Weichert hat es ja gezeigt. Sie setzen auf Subventionswirtschaft. Was würde denn passieren, wenn wir mal die Subventionen wegnehmen, die übers EEG gezahlt werden? Da würde nämlich der ganze Bereich erneuerbarer Energien wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, meine Damen und Herren. Nun sind wir auch der Auffassung, dass es darum geht, neue Technologien zu fördern, sie in den Markt hereinzubringen, aber irgendwann gilt in der Marktwirtschaft, gute Geschäftskonzepte setzen sich durch und wer nur am Staatstropf hängt oder am Tropf des Gebührenzahlers oder Steuerzahlers, der wird dann auch vom Markt verschwinden. Und deshalb, Frau Köpping, geht es auch nicht darum, dass der Wirtschaftsminister mit dem Geldkoffer durchs Land geht und Pleiteunternehmen besucht. Mit Sicherheit nicht. Sondern wir unterstützen die Unternehmen, in denen ein gesunder Kern vorhanden ist und wenn sie in Schwierigkeiten geraten und es ein Geschäftskonzept gibt, das in die Zukunft zeigt, dann tut diese Staatsregierung alles dafür, dass diese Unternehmen wieder auf die Beine kommen. Und dort, wo das Geschäftskonzept nicht funktioniert, ich sage nur Kimonda als Beispiel, dort werfen wir schlechtem Geld auch kein gutes Geld der Steuerzahler hinterher. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, meine Damen und Herren. Und nur noch ein Wort zum Thema erneuerbare Energien. Die Grünen finden das ja immer ganz toll und gerieren sich ja so als soziale Partei. Was passiert denn in den Verteilungseffekten nach dem EEG? Sachsen verliert im letzten Jahr zumindest 150 Millionen Euro Kaufkraftabfluss, der überwiegend nach Bayern und in andere Bundesländer geht. Das ist ein toller Erfolg, den Sie da geleistet haben mit dem EEG. Um mal ein Bild zu machen, meine Damen und Herren, die Supermarktkassiererin in Sachsen, die zahlt über ihre Stromrechnung die tolle Rendite des Arztes im schicken Münchner Vorort, der die Solaranlage auf dem Dach seiner Villa hat. Tolle soziale Umverteilung, meine Damen und Herren. Und Herr Zeiss, wenn Sie den Erfolg bürgerlicher Wirtschaftspolitik an der Zahl der Gesetze messen, haben Sie was falsch verstanden. Da haben Sie was falsch verstanden. Unser Ziel ist es nicht, so viele Gesetze wie möglich zu schaffen, um die Wirtschaft bestmöglich zu drangsalieren. Das wollen Sie mit Mindestlohn und anderen Dingen. Wir wollen Gesetze abschaffen und Regulierungen abschaffen. Das ist unser Ziel, meine Damen und Herren. Und wenn Sie uns dafür kritisieren, dann haben wir alles richtig gemacht. Frau Köpping, tja, wenn man sich die Zahlen am Arbeitsmarkt anguckt, muss man es natürlich mal richtig angucken. Und wenn man sich, wir haben ja den Vergleich mit Thüringen gebracht, dann vergleichen wir doch mal die Kreise, die an der Grenze liegen, zu Hessen und Bayern, mit manch anderen Gegenden. Wenn wir dann mal rausrechnen, was gibt es in Arbeitsmarktentlastungsmaßnahmen, die Arbeitslose aus der Statistik nehmen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Diese Zahlen sind nämlich deutlich höher als in Sachsen. Und trotzdem haben wir einen positiven Beschäftigungsaufwuchs. Trotzdem ist die Arbeitsplatzdichte in Sachsen mittlerweile höher als in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Dann zeigt es in der Tat, es macht einen Unterschied, wo CDU und FDP regieren. Kommen mehr Menschen in Arbeit, geht es den Menschen besser und wächst die Wirtschaft stärker. Das ist die Wahrheit. Das sind die Zahlen, meine Damen und Herren.